so viele Leute, die mir sagen, als wir begonnen haben, den Reis zu essen, wir kaufen nur noch diesen. Also, das macht einem fast Angst. Sicher Freude, aber das ist ein schönes Kompliment. Ein Bärlauchrisotto sein, ein Spargelrisotto, natürlich auch ein Safranrisotto mit unserem Safran aus dem Garten. Im Herbst auch gerne mal ein Kürbisrisotto, Pilzrisotto, zum Beispiel Steinpilzrisotto ist sehr begehrt im Tessin. Aber natürlich auch der Klassiker, das Parmesanrisotto.